20% der reichsten Menschen erhalten 82,7% des Welteinkommens. Die Welt gehört wenigen. Ein Bruchteil von dem Vermögen der 225 Reichsten könnte jedem auf der Welt eine gesunde Ernährung ermöglichen. Doch das Geld fließt nicht zurück. Stattdessen wächst die Kluft zwischen Arm und Reich, auch in Deutschland. Laut dem Statistischen Bundesamt besitzen heute 10% der Reichsten fast die Hälfte des gesamten Privatvermögens. Die Hälfte der Bürger teilt sich dagegen schmale 4%. Würden die 300 reichsten Deutschen ihr Vermögen zusammenlegen und einen gemeinsamen Staat gründen, so wäre ihr Haushalt größer als der Haushalt der gesamten Bundesrepublik. Das Hungerproblem ist die verborgene Massenvernichtung unserer Zeit. Es ist die schleichende Zerstörung von Menschen im riesigen Ausmaß. Das sagte ein bekannter britischer Politikwissenschaftler. Über 1 Milliarde Menschen leiden an chronischem Hunger. 25.000 Menschen sterben täglich daran. Diese ungeheure Zerstörung menschlichen Lebens ist umso tragischer, weil Hunger überwunden werden könnte, denn auf der Erde werden genügend Nahrungsmittel für alle produziert.